aber nichts wie hoch. Wisst, dass mir eure Tochter bei Phase 2 geholfen hat? Was? Wir schalten hier nicht nur für einen Tag Droiden aus. Ich habe überall in der Stadt Sprengladungen angebracht. Straßen, Fabriken, Sicherheitsstationen, Nachrichtenzentren. Was passiert, wenn alles brennt? Keine Feuereindämmungseinheiten, keine Sanitätsdroiden, keine Sprungtruppen, die Aufstände verhindern. Das habt ihr nie erwähnt. Überraschung. Versteht ihr es jetzt, Teyvor? Ihr habt versucht, mich zu benutzen. Ihr habt mich alle gedemütigt. Jetzt wird eure hübsche, glückliche Stadt brennen. Sie werden keine Ahnung haben, was sie ohne ihre Droiden machen sollen. Und selbst wenn die Maschinen wieder funktionieren, würde es Monate dauern, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Wahrscheinlich. Und taktisch gesehen kann es nie schaden, dem Feind Angst zu machen. Ich sage euch was. Wollt ihr die Ehre haben? Ihr jagt die Steuerung hoch, ich die Stadt? Es ist nicht dasselbe wie Arkan zu erledigen. Aber ich weiß, was euch diese Leute genommen haben. Sie haben euch euer Leben gestohlen. Es ist ein gutes Gefühl, zurückzuschlagen. Es ist höchste Zeit, dass Sakul anfängt, für seine Taten zu zahlen. Das hier ist nur der Anfang. Es wird Zeit zu verschwinden, bevor eine Armee von Rittern auftaucht.
Theron, ihr habt es zurückgeschafft. Ja, wir sind fast in einer dieser Explosionen umgekommen. Es war ziemlich übel da unten. Sowas passiert, wenn ihr meine Stadt in die Luft jagt. Ganze Parks und Straßenzüge stehen in Flammen. Koth, so nicht. Wisst ihr, wie viele Leute ihr getötet habt? Könnt ihr mir einen Grund nennen, warum ich nicht sofort verschwinde? Akan wird immense Ressourcen dafür aufwenden, den Turm zu reparieren und zu sichern. Das sind Ressourcen, die er nicht mehr gegen uns einsetzen kann. Vielleicht. Aber manche Siege sind ihren Preis nicht wert. Der Mann hat nicht ganz Unrecht. Also Kaleo, sie weiß, was sie tut. Behalten wir sie hier? Sie ist clever, sie ist gefährlich und sie kennt das feindliche Gebiet. Ich glaube, wir können mit ihr arbeiten. Also gut, dann können wir diese Rekrutierungsmission als Erfolg verbuchen. Du warst die Herrin der Leiden? Ja. Du wusstest wohl, dass ich dich einschmelzen würde, wenn ich das herausgefunden hätte. Ihr zwei kennt euch? Ja, wir sind alte Freunde. Fragt sie mal, wer sie gebaut hat. Sie werden keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Ihr habt da ja eine nette kleine Operation am Laufen. Ich kann nicht versprechen, immer hier zu sein. Aber wenn was Großes ansteht, sagt Bescheid. Das klingt ja so, als hättet ihr bereits andere Pläne. Es ist eine Weile her, dass ich Sakul verlassen habe. Es kann nicht schaden, bei ein paar alten Freunden anzuklopfen. Kenne ich davon jemanden? Die meisten sind Schläger, die mich tot sehen wollen. Putten, die schwarze Sonne, Exchange. Aber irgendjemand muss mich noch mögen.
Klingt so, als hättet ihr eine beachtliche Feindesliste. Ich beschäftige mich gerne und bleibe nirgends lange. Eine Menge Möglichkeiten, um Leute kennenzulernen. Ich war Piratin, war bei der revolutionären Vorsprungsbrigade auf Brental. Einmal habe ich mich von einer Senatorentochter aushalten lassen. Eine Sache werdet ihr schnell über mich lernen. Ich komme immer klar. Das bezweifle ich nicht. Wir sehen uns. Und hey, viel Glück. Wir beide haben durch Sakul viele Jahre verloren. Es wird Zeit, dass wir sie nachholen. Millionen sind gestorben. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Wir haben diese Welten nicht zerstört. Das waren eure Kinder. Die Gräueltaten, die an diesem Planeten verübt worden sind, sollten die Allianz treffen. Aber wir sind nicht für sie verantwortlich. Was soll das heißen? Was ist passiert? Die ewige Flotte hat in einem koordinierten Angriff 5 Planeten bombardiert. Die Opferzahl ist unvorstellbar. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Akan hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er behauptet, diese Welten hätten uns Schutz gewährt. Ihre Zerstörung wäre die gerechte Strafe für unsere Angriffe auf Sakul. Eine Lüge natürlich, aber niemand kann es beweisen. Akan ist verzweifelt. Er kann uns nicht finden, also nimmt er die Galaxis als Geisel. Wir müssen unsere eigene Botschaft senden. Arkans Lügen aufdecken. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Propagandakämpfe sind ein zweischneidiges Schwert. Je lauter wir sind, desto mehr Leute wird Arkan töten. Die Öffentlichkeit wird sich gegen uns wenden. Bei Korth ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Er hat versucht, die Greystone zu übernehmen. Was meint ihr mit übernehmen? Er sagte, er würde die Allianz verlassen. Ich könnte seinen Plan vereiteln. Stattdessen hat er sich eine Fähre geschnappt. Len und Rallo sind mit ihm gegangen. Öffne einen Holokanal zur Fähre. Korth, meldet euch. Was ist los? Ich war noch nie gut darin, mich zu verabschieden. Das hier hat sich schon lange angedeutet. Es sterben zu viele unschuldige Leute. Und nicht nur wegen Arkan. Die Sache mit Brandfackel war zu viel für mich. Ich kann nicht darüber hinwegsehen, wer ihr seid, Commander. Und ich werde euch nicht mehr folgen. Ihr verratet die Allianz. Dafür gibt es nur eine Art der Bestrafung. Ich freue mich auf den Tag, an dem ihr und Arkan euch gegenseitig umbringt. Korth, wartet! Wenn ihr das tut, gibt es kein Zurück. Ich werde euch vermissen, Lana. Die Fähre ist in den Hyperraum gesprungen. Wir haben ihn verloren. Wir dürfen uns nicht durch seinen Wutanfall ablenken lassen. 5 Planeten liegen in Schutt und Asche. Die Toten müssen gerächt werden. Korth ist weg. Ich kann das nicht einfach ignorieren. Korth tut das, was er am besten kann. Vor seiner Verantwortung davonlaufen. Tut es ihm nicht gleich. Ihr habt recht, es tut mir leid. Wir müssen auf diese Angriffe reagieren. Nein, das ist genau das, was er will. Seid ihr sicher? Wir haben schon jetzt mehr Ziele als Ressourcen, aber wir können den Kurs anpassen. Wir spielen schon zu lange nach den Regeln des Feindes. Die ewige Flotte ist da draußen. Gehen wir mit der Gravestone auf die Jagd. Wir sind noch nicht bereit, um es mit der ganzen Flotte aufzunehmen.
Unsere beste Chance besteht darin, einzelne Einsatzgruppen zu isolieren und eine nach der anderen zu erledigen. Ego kann uns bei der Strategie helfen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Früher oder später müssen meine Kinder zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe 5 Welten eingeäschert und Holos davon gemacht. Willst du sie sehen? Vater war auf Sakul. Er hat den Fremdling benutzt, um unsere Heimat anzugreifen. Ich erinnere mich nicht daran, dass er schon früher so witzig war. Siehst du mich lachen? Du hast noch nie gelacht. Unsere Ritter haben uns enttäuscht. Sie müssen ihre Ehre wiederherstellen. Sie sollen auf dem Duellplatz in Einzelkämpfen gegeneinander antreten. Bis zum Tod. Die Hälfte unserer Ritter zu opfern ist nicht unbedingt förderlich, um den Fremdling zu finden. Die Überlebenden werden umso motivierter sein. Du kennst meinen Befehl. Geh jetzt!